Und weiter unten, weiter. So, hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal wieder eine neue Experimentreihe auf YouTube, habe ich auf Instagram aufgepostet. Achtung, Schleichwerbung, folgt mir auf Instagram, heißt ihr dort, genauso wie auf YouTube, Franklin's World. Ja, ein Flamesword, also ein Flammenschwert, habe ich auf Amazon gesehen. Vor einem halben Jahr oder über einem halben Jahr habe ich das bestellt. Ja, ist auch eine Schutzhülle dabei und natürlich ist der Link wieder in der Beschreibung von dem. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit einer Billig-Spreit-Dose. Ja, nochmal gut schütteln und ja, ich würde sagen, los geht's. Warte mal nicht, warte mal nicht. Jetzt geht's. Und da ist er dran. Jetzt weiter mit dem Rasierschaum. Entschuldigung, dass jetzt keine Super Slow Motion dabei war, aber er hat seine Hand richtig so rein ins Bild und dann ist es nicht gegangen wegen Bewegungsaufnahme, weil mir das nicht selber Pause, also abdrücken. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also und jetzt mit Super Slow Motion. Ja, richtig geile Super Slow Motion geworden. Alles voll natürlich wieder. Schaumig, ja. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ja, richtig schön gebrochen. Ja, wir sammeln jetzt die Splitter auf und dann geht es gleich weiter. Mit dem Endgegner. Mit dem Endgegner. Wie ihr schon den Titel lesen könnt. Was? So Leute, das haben wir bei Johnny Hunt gesehen. Wir wollen testen, wie viele Flaschen man mit dem Flamesword auf einmal durchschneiden kann. Jetzt haben wir nicht 10 wie Johnny Hunt, aber 6, das dürfte ausreichend sein. Das Blöde ist das, wenn man zu weit zurückkommt, ja, ab da ist keine Schärfe mehr. Weil da ist keine Schärfe mehr, das ist halt blöd. Und ja, ich würde sagen, bei dem Rasierschaum, jetzt wird's heftig. Und ich würde sagen, ich werde vor Angst ganz bleich, 100% aus Österreich. Los geht's, komm. Lass es! Ja, Leute. Also, wie viele Flaschen haben wir denn? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich 6. Weil schaut, Leute. Ja. Da. Die aber, ist komm, kaputt. Aber komm, die Zeit verbrauchen wir noch, oder? Ja, ganz schnell. Warte. Habt ihr den Knall gehört? Boah. Und weiter unten, weiter.
ihr, also ihr habt ja gesagt, bei der Superzeitgruppe, die ist jetzt länger. Weil bei dem, er hat ja das S9 eingeschickt, weil da war ein Fabrikfehler oder so, und er hat ein neues, das 2019er Modell zurückbekommen, und da kann man jetzt einstellen 0,4 Sekunden, aber dafür hat man nur eine Einzelaufnahme, aber das ist perfekt, weil wir brauchen ja nicht mehr als wie eine Aufnahme, und das war so geil, wir haben uns jetzt gerade die Slow Motion auch selber angesehen, und ohne Witz, Leute, ich finde, das war eins der geilsten Experimente, was wir jemals gemacht haben. Theoretisch sind wir durch... Also wir haben 6 Flaschen kaputt gemacht am Anfang. Das so, dann gehen noch liebe Grüße raus an Dani Banani. Ja. Dann grüßen wir noch unseren Freund PowerTV, der ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ist ein sehr guter Experimentenkollege von uns, macht sehr geile Böller-Videos, Polen-Böller-Videos, also seht bei dem auf jeden Fall mal vorbei und lasst ein Like und ein Abo da. Und die letzten liebe Grüße gehen noch raus an. Und liebe Grüße gehen raus an JeffreyQuick.at. Der kommt aus Kärnten, hat er mir geschrieben auf Instagram. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt dann auch mit dem Video. Wir haben jetzt noch einiges zum Aufräumen. Ja, ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein... Oh, warte, es fokussiert sich nicht. Ah ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr noch einen Teil mit dem Flamesword haben wollt, ja, sagen wir mal, bei wie viel Likes kommt ein neuer Teil? 35 machen wir mal, dann kommt ein neuer Teil. Und ja, ich würde... Dann wissen wir, dass euch es gefällt. Gefallen hat, ja. Einiges zum Aufräumen ist hier noch, ja. Und ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao, mate. Ciao. Raindrop drip, drop top, top smoking, no cook in the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the front pot.